Hey Freunde, wenn in diesem Video etwas unklar sein sollte, etwas nicht funktionieren sollte oder ihr allgemein irgendwelche Fragen habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Dort werde ich auch versuchen, auf alles einzugehen. Darüber hinaus würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine Bewertung da lassen würdet und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Genug geredet, Freunde. Viel Spaß mit dem Video. YouTube, mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf jeden Fall jetzt auch schon das neue Piraten-Outfit freischalten könnt. Der Glitch ist wirklich einfach, Leute. Ihr müsst nur zwischendurch einmal die Anwendung schließen. Das sollte wirklich jeder von euch hinbekommen. Voraussetzungen für diesen Glitch gibt es keine, denn jeder hat in der Online-Sitzung momentan diese Schiffswracks. Und wichtig ist einfach nur dafür, dass ihr auf jeden Fall einmal den Spot findet, an dem momentan bei euch das Schiffswrack zu finden ist, und wenn ihr diesen Spot dann gefunden haben sollt, könnt ihr auch schon mit dem Glitch starten. Der Glitch beginnt damit, dass ihr als allererstes mal eine Schatztruhe finden müsst. Dafür müsst ihr auf jeden Fall einmal die ganzen Spots abfliegen zu den einzelnen Spots, zu den Fundorten. Habe ich ein separates Video gemacht, das werde ich mal in der Infokarte mal eben kurz für euch verlinken. Das guckt ihr euch auf jeden Fall an und sucht so lange, bis ihr auf jeden Fall einen der Fundorte gefunden habt und dann an dem Spot seid, wo die Kiste ist. Seid ihr dann jetzt hier an dem Spot von der Kiste angekommen, vergewissert ihr euch auf jeden Fall, dass ihr das Ganze einsammeln könnt. Lauft einfach mal dahin, aber drückt noch nicht die Steuerkreuztaste nach rechts. Ihr geht jetzt bitte in euer Interaktionsmenü, macht euren Spawnpunkt auf letzten Ort, und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr bitte nochmal hin, ändert nochmal was an dem Outfit oder switcht das nochmal durch. Und achtet auf jeden Fall darauf, dass, wenn ihr das Interaktionsmenü geschlossen habt, unten rechts eine goldene Ladestrecke ist. Wenn ihr das Ganze haben solltet, habt ihr euch das Ganze gut vorbereitet. Als nächstes könnt ihr hingehen und die Kiste einsammeln. Jetzt gleich müsst ihr allerdings schnell sein. Sobald ihr jetzt gleich die Steuerkreuztaste nach rechts gedrückt habt, wird euch angezeigt, dass ihr den Schatz eingesammelt habt. Und sobald unten links die Zahl steht, 1 von 7 oder 2 von 7, müsst ihr sofort die PlayStation-Taste gedrückt halten und oben auf Anwendung schließen gehen. Spammt dann die Meldungen auf jeden Fall durch, dass GTA so schnell wie möglich geschlossen wird, und anschließend startet ihr GTA wieder ganz normal. Wenn ihr dann wieder im Story-Modus angekommen seid, könnt ihr ganz einfach in eine Einladesitzung gehen. Dadurch, dass euer Spawnpunkt auf letzter Ort steht, solltet ihr normalerweise auch wieder an der Location hier spawnen. Wenn ihr etwas weiter weg gespawnt werdet, ist auch nicht schlimm, Leute. Nehmt euch einfach ein Fahrzeug und kommt dann ganz einfach wieder hierher. Wenn ihr wieder im Online-Modus seid, sollte euch dann auffallen, dass auf jeden Fall die Schatztruhe immer noch da ist und auch immer noch das Schiff. Wenn das bei euch so der Fall sein sollte, habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht und den Glitch gehittelt. Jetzt geht ihr hin, speichert wieder einmal das Outfit, beziehungsweise wechselt einmal wieder das Outfit, dass unten rechts die goldene Ladeschnecke kommt. Und wenn die goldene Ladestrecke dann weg ist, wiederholt ihr das Ganze einfach. Das Ganze macht ihr so oft, bis ihr wirklich 7-mal diese Fragmente eingesammelt habt. Und ich mache das Ganze jetzt einmal hier für euch und dann hören wir uns gleich. Okay Freunde, solltet ihr dann bei 6 von 7 Fundstücken angekommen sein, also wenn ihr das 6 von 7 mal gemacht habt, habt ihr quasi das letzte Mal noch vor euch. Jetzt müsst ihr den Glitch nicht wiederholen, ihr könnt jetzt ganz einfach das letzte Mal die Kiste einsammeln, und wenn ihr das Ganze dann macht, werdet ihr wieder diese Animation bekommen. Unten links steht jetzt, dass ihr ein Outfit geschalten habt, und dieses Outfit findet ihr auf jeden Fall jetzt bei euch im Penthouse zum Beispiel oder im Apartment im Kleiderschrank. Seid ihr dann bei euch im Apartment angekommen, lauft ihr einfach mal runter zum Kleiderschrank oder wo halt euer Kleiderschrank ist. Geht dann dort einmal an die Sektion, dann werdet ihr oben als allererstes Outfits sehen. Dort geht ihr jetzt dann erst einmal drauf, und jetzt muss ich selber erst einmal gucken, wo das Ganze zu finden ist. Ah, okay, auf Spezial müsst ihr gehen und dann werdet ihr hier das neue Piraten-Outfit finden.
finden. Ich sehe mir das auch gerade zum allerersten Mal an. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich ziehe das Ganze jetzt einmal an. Schaue mir das Ganze noch einmal mit euch in Ruhe an. Den Mantel finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ich hätte die Sachen, kann man auch merchen. Vielleicht mache ich mal einen kleinen Outfit-Pitch dazu. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache. Okay, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und ja, so einfach bekommt ihr auf jeden Fall das neue Piraten-Outfit vor allen anderen. Okay, Freunde, ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.